Ich sitze zu Hause und langweil mich sehr. Ich wünsch mir fast ein bisschen, dass das Remake länger wär. Trotz verwaschener Texturen, die man hier und da entdeckt, sieht es wirklich toll aus, doch wirkt hier und da gestreckt. Das Kampfsystem gefällt mir, wirkt durchdacht und gar nicht dumm. Das bisschen Kingdom Hearts dann ist nicht die schlimmste Sache im Multiversum. Doch nun zurück zu unserer Geschichte rund um den dunkelhaarigen Stachelkopf. Da klingelt schon wieder Aerith durch und spricht Zack nochmal auf diesen potenziell geschäftsfördernden Blumenwagen an. Klingt nach Arbeit, ist aber besser als hier im HQ ständig auf dasselbe Tristorama zu starren. Herzloser Ort. So herzlos, dass im Besprechungsraum gerade ein unerfahrener Rang 3-Soldat zusammengestaucht wird. Dieser ist total demotiviert und schämt sich dafür, so ein Taugenichts zu sein und fürchtet jetzt um seinen Job. Zur Unterstützung und als gut gemeinte Anleitung erledigt Zack ein paar Missionen für ihn. Doch jedes Mal heult er mehr rum, wie unschaffbar das doch alles sei. Und als er dann irgendwann wirklich auf eine Mission selbst loszieht, muss er auch noch von Zack gerettet werden. Nun entmutigt wie nie, will die Flachzange alles hinwerfen, doch eine gemeinsame Ansprache von Zack und dem Rang 2-Soldat, der ihn zuvor rund machte, lässt ihn wieder Hoffnung schöpfen. Der Anfänger will nun seine Träume im Herzen tragen, Schmalz, und als erstes Ziel 1000 Kniebeugen absolvieren. Viel Spaß dabei, unbekannter Rang 3-Soldat, der nicht klaut ist, da dieser ja kein Mitglied bei Soldat ist. Apropos Kniebeugen, diese kann Zack nun im Trainingsraum im Rahmen eines Fitnesstests ausführen. Für Ruhm und ein paar Items. Auf dem Weg zu den Aufzügen empfängt Zack eine Mail von Kunzel, die erklärt, dass Sephiroth die Unterlagen zu Projekt G durchforstet. Außerdem sind wohl noch weitere Monster aus den Shinra-Laboren auf den Straßen unterwegs. Dies macht das öffentliche Leben und das der Städteplaner schwerer. Also neue Missionen für Zack und mehr Einkaufsmöglichkeiten. Sonst schreibt sogar Heidegger und präsentiert uns eine Analyse von Genesis Angriff. Und wir erfahren, dass die aus Wuta stammenden Donaris-Reste sich als Bürger von Midgard tarnen. Sobald man einen entlarvt, gibt's je eine Nebenmission. Der Genesis-Fanclub löst sich auf, trotzdem wird das letzte Kapitel von Loveless noch weiter interpretiert. Vor den Slums lauert uns dann aber noch Angeal erneut auf, der verlauten lässt, wo sich Genesis und Hollander aufhalten. Den Aufenthaltsort hat er auch schon Lazard kommuniziert, nämlich Modeoheim. Kenne ich jetzt nicht aus dem Hauptspiel? Heißt das, dass es wieder von der Karte gesprengt? Oh, Angeal ist schon wieder weg. Als wir Aerith in der Kirche besuchen wollen, werden wir schon von Tseng abgefangen, der Zack für die Mission einsammeln soll. Laut dem Turk ist Aerith nicht da. Auf Zacks Nachfrage scheinen die zwei eine Vergangenheit zu haben, aber Tseng drückt sich nebulös aus und zweimal nachfragen ist unhöflich. Ab in den Heli und los! Der Pilot kann aber anscheinend in der Dunkelheit des Blackscreens nicht navigieren und schmiert aus unerfindlichen Gründen ab, in einem Schneegebiet, außerhalb des Mobilfunk-Empfangsbereichs. Ist also wegen dem Schnee wahrscheinlich irgendwo auf dem nördlichen Kontinent nahe der Eiszapfenregion? Also zu Fuß weiter nach Modeoheim. Während des Marsches durch den verschneiten Pass freundet sich Zack mit einem Infanteristen an. Dieser kommt ebenfalls vom Land und hat somit was mit Zack gemein, der ja aus Gongaga stammt, wo man im Hauptspiel seine Eltern treffen kann. Woher kommt der Infanterist? Aus Nibelheim. Tja, klaut, da ist er. Im Gespräch erwähnt er, dass es sein Ziel ist, Mitglied von Soldat zu werden, wobei ihn Zack natürlich ermutigt. Klaut trägt hier nämlich die Uniform der Schutztruppen, wegen der Farbe recht ähnlich zu einer von einem Klasse 3 Soldatmitglied, aber der Helm macht es ein bisschen eindeutiger. Shinra Schutztruppen werden also nicht nur für die öffentliche Ordnung, sondern auch als Infanterie in der Schlacht eingesetzt. Ist bei Shinra wohl die Militärpolizei Metaware. Naja, irgendwann kommt der Trupp jedenfalls bei einer Versuchsanlage zur Makroförderung an. Was immer das ist. Ich dachte, die Reaktoren fördern die Energie aus dem Lebensstrom. Aber gut, die verheizen die dann auch direkt. Vielleicht wird das Makro, das in einer speziellen Förderanlage entnommen wird, erstmal nur eingelagert. Wohl auch nicht wirtschaftlich, in diesen verlassenen Landen einen Reaktor aufzustellen. Wobei ich ja nicht weiß, wie viele kleine Käfer es hier noch gibt, die ich im Hauptspiel ja anscheinend übersehen habe. Laut Tseng ist Zacks Mission zunächst ein bisschen Aufklärungsarbeit. Also auf in die Anlage. Die Infiltration mündet in einem Minispiel. Zack soll sich von den patrouillierenden Wachen nicht erwischen lassen und den Eingang zur Anlage erreichen. Dafür kann er optional auf dem Weg Schatztruhen öffnen und dem Sichtkegel der Wachen durch Verstecken hinter Deckungen entgehen. Verharrt er an einer Stelle allerdings zu lang, sinkt seine Körpertemperatur. Diesem Effekt kann mit Kniebeugen entgegengewirkt werden.
Wird er erwischt oder fällt seine Körpertemperatur auf 26 Grad, geht es zurück auf los und eine Truhe wird aus dem Spiel genommen. Sind alle geöffnet oder aus dem Spiel, verlassen die Wachen den Bereich. Da die Inhalte aber sowieso keine besonderen Items sind, was soll's. Und natürlich ist diese Passage an das Hauptspiel angelehnt, in der Cloud auf einem verschneiten Berg herumkraxelt und ebenfalls mit einer drohenden Unterkühlung kämpfen muss. Wobei ich mich ja schon immer frage, warum die sich nicht einfach funktionalere Kleidung zulegen, wenn die doch schon wissen, dass es auf einen verschneiten Gipfel geht. Naja, in der Anlage angekommen finden wir einen recht generischen Lagerbereich vor, mit Aufzug in ein höheres Stockwerk. Dort oben platzt Zack in eine Auseinandersetzung von Genesis und Hollander, was ihn direkt zum Einschreiten verleiten lässt. Genesis glaubt nicht mehr daran, dass Hollander ihn heilen kann, dafür aber die geborgenen Genova-Zellen. Doch laut dem verrückten Wissenschaftler weiß niemand, nicht einmal Hojo, wo sich diese befinden. Wobei ich mich dann schon frage, wer die eigentlich versteckt haben sollen. Nein. Als Hollander fliehen will, wirft sich Cloud auf ihn. Der vernarrte Wissenschaftler kann sich aber befreien und so nimmt Cloud auf Zack's Geheiß die Verfolgung auf. Zwischen Genesis und Zack kommt es daraufhin zum Kampf. Nach diesem zitiert Genesis wieder Verse aus Loveless und droht, dass wenn er zugrunde geht, er die Welt mit in den Abgrund reißen wird. Und in diesen stürzt er sich dann auch sogleich. Activating Character Mode. Genesis Rhapsodos ist ein Charakter, dessen Welt sehr erschüttert wurde. Alles, woran er geglaubt hat, seine Eltern, seine Berufung, seine ganze Existenz liegt nun anders. Er sucht Trost in der Literatur und projiziert die Erzählungen von Loveless auf seine Situation. Hierbei verwendet er das Werk teils als Rechtfertigung seiner Taten, aber auch als Quell für Kraft und Hoffnung. So verfolgt er ein waghalsiges Ziel nach dem anderen. Dies geschieht in immer größer werdender Verzweiflung, weil die Degradierung ja weiter und weiter voranschreitet. Komplett allein gelassen stellt er sich gegen die ganze Welt. Dieses Motiv mit dem Hass auf alles und jeden bleibt in der Compilation ja erhalten. Character Reflected. Im Anschluss erhält Zack Genesis für die Premiere die BW-Leiste, womit diese auch komplett ist. Als Zack die Anlage wieder verlässt, stellt er fest, dass seine Begleitung wohl weiter nach Modeoheim gereist ist und macht sich dann ebenfalls dorthin auf den Weg. Unterwegs bestätigt uns eine Kunsel-Mail, dass es in dieser Gegend einmal den Plan gab, einen Reaktor aufzustellen. Als dieser aber fallen gelassen wurde, verwandelte sich die Region in eine Geisterstadt, Gerüchten zufolge wortwörtlich, denn hier soll es angeblich spuken. Als Gegner erwarten Zack hier in diesem verlassenen Bergdorf Replikitiere und bizarre Käfer. Wieder entlaufene Shinra-Experimente? Dies wird, zumindest interpretiere ich das so, von einer Mail von Lazard angedeutet. Dieser schreibt, dass die Firmenpolitik ausgerichtet auf schnellen Erfolg auch an einigen Stellen Elend hervorgerufen hat. Das einzig betretbare Gebäude ist das kombinierte Badehaus mit Bar. Hier kann Zack etwas erkunden und optional Items abstauben. Zum Beispiel können wir in einer Nachricht des ABs den Ablageort eines Kraftreifs finden. Oder nachdem wir mit einem gefundenen Boilerrad das heiße Wasser zugedreht haben, zwei weitere Gegenstände erreichen. Die Treppen rauf trifft Zack auf einen bewusstlosen Cloud und einen sehr erschwachten Zeng. Was ist denn hier passiert? Hat Hollander die so zugerichtet? Im ersten Stock erwartet Zack dann aber überraschenderweise Angeal. Dieser sagt, dass eigentlich er sich Genesis hätte entgegenstellen müssen, Zack aber auf das vorbereiten wollte, was jetzt kommt. Er attackiert Zack. Hollander betritt die Szene und feuert Angeal an, er solle seine Familie rächen. Diese zwei Sachen werden zu diesem Zeitpunkt nicht weiter erklärt, aber die Rache gilt wohl allgemein Shinra. Und Hollander gibt sich hier wahrscheinlich als biologischer Vater von Angeal zu erkennen. Und erwähnt auch Jillian, Angeals Mutter, deren Name der wahre Ursprung von Projekt G ist. Wir erfahren, dass sowohl Genesis als auch Angeal aus diesem Projekt hervorgingen. Das erkläre ich aber gleich nochmal genauer, hier ist ja gerade Action. Der ehemalige Klasse 1 Soldat weigert sich aber, Hollander als Vater anzuerkennen und auch möchte er nicht Rache für seine Mutter nehmen, die wohl aus Scham nicht weiterleben konnte oder wollte. Womit er wohl versucht, unabhängig des genauen Hergangs ihren Tod zu relativieren. Den Lebenswillen hat er in seiner Abscheu gegen sich, aber auch selbst verloren. Angeal beschwört ein paar Monster, die durch seine zugeflossenen Zellen infiziert sind und fusioniert wieder mit ihnen. Das ist eine zusätzliche Gabe. Und so bedient er auch die One-Winged Angel-Truppe, passend. Hollander möchte noch eine genetische Probe, da er ahnt, was passieren wird, wird aber zurückgewiesen. Der Angeal-Büßer fügt Zack eine Wunde an der linken Wange zu und es entbrennt ein Kampf zwischen den beiden, aus dem natürlich Zack als Sieger hervorgeht, weil sonst wäre ja das Spiel vorbei. Zurück bleibt ein sterbender, augenscheinlich auch degradierter, aber wohl erlöster Angeal, der Zack nochmal predigt, wie wichtig Ehre ist und ihm dann in seinen letzten Atemzügen sein Panzerbrecherschwert überreicht. Und somit scheidet dieser Charakter aus dem Spiel und geht der Lore zufolge in den Lebensstrom über. So, nun werde ich mal versuchen, mit meiner Interpretation und der Zuhilfenahme des Crisis Core Complete Guides dieses Projekt G und die Dekadierung ein bisschen aufzuklären. Es ist natürlich immer toll, wenn man für solche Infos externe Quellen bemühen muss.
Aus Projekt G entstanden Genesis und Angeal. Während Genesis im Fötusstadium Zellen von Jillian eingepflanzt wurden, wurde Angeal direkt von Jillian ausgetragen und geboren. Leider wird in keinem Werk erwähnt, wie Jillian diese Zellen erhalten hat. Es scheint nur wichtig zu sein, dass Menschen sie möglichst früh in ihrer Entwicklung erhalten sollten, um die Wirkung auch zu entfalten. Sonst könnte man ja jeder Person jederzeit diese Zellen implantieren. Typ G-Kreationen sind Angeal, Genesis und Wesen, die durch deren ausgeflossene Zellen infiziert wurden. Ja, ich benutze einmal dieses Wort und ich weiß, dass das medizinisch mindestens schwammig ist, aber Fantasy. Genesis überträgt seine Merkmale jedoch ausschließlich auf Menschen, während Angeal auch andere Lebewesen infiziert. Genesis besteht zwar zu Teilen aus Genova-Zellen, kann diese aber nicht nachproduzieren. Ein Ausfließen dieser Zellen führt also zwangsweise zu einer Degeneration. Deshalb trachtet Genesis wohl eben auch nach einer Quelle dieser Zellen. Angeal scheint dieses Problem nicht zu haben und sein Körper scheint die angesprochenen Zellen auch nachproduzieren zu können. Zusätzlich kann er auch noch Infizierte wieder in sich aufnehmen. Dies scheint ihm aber nur begrenzt zu gelingen, denn am Ende des Kampfes mit Zack wirkt er auch stark von dieser Aktion gezeichnet. Angeal ist vielleicht auf eine andere Art degradiert. Seine Existenz ist nicht langsam aus ihm herausgeflossen, sie wurde durch die Vereinigung auf einmal sehr stark verwässert. Dabei hat er sich wohl auch körperlich verloren. Leider wird das nicht erklärt und da dies auch erst unmittelbar vor dem Kampf überhaupt aufkommt, wirkt das auch alles nicht sehr durchdacht oder vorbereitet. Man brauchte wohl nur einen Weg, wie man nun Angeal zu einer großen unmenschlichen Bedrohung macht. Spielt aber auch kaum eine Rolle, denn hier scheidet er ja sowieso aus dem Leben. Und so beginnt für Zack einige Zeit der Trauer, die er aber dank des Beistandes seiner Freundin und dem in Ehre halten von Angeals Idealen schließlich überwindet und so als Anführer von einer Soldateinheit gestärkt und mit neuer Frisur wieder ins Leben zurückfindet.